Selbstverständlich hegte ich den Wunsch, meine Heimat, in welcher eine Vereinigung mit dem Geliebten ganz unmöglich gewesen wäre, im Stillen zu verlassen. An diesem Augusttag 1866 feiern die Bevölkerung hier in Sansibar Nowruz-Fest. Viele Leute gehen ins Meer baden und so. Es ist nicht aufgefallen, dass die Prinzessin auch ins Meer gegangen ist. Und auch nicht aufgefallen, dass ein Europäer sie bis hier begleitet hat. Jedenfalls hat sie den kleinen Beutel mit dem Sand vom Strand her ihr ganzes Leben lang mit sich herumgetragen. Durch Vermittlung einer mir befreundeten Engländerin wurde ich von dem Kommandanten des Kriegsschiffes Highflyer in einem kleinen Boote abgeholt. An Bord angekommen, wurde sofort Dampf aufgemacht und nach dem Norden gesteuert. Zum Zeitpunkt ihrer Flucht aus Sansibar ist die Prinzessin Saida Salme 22 Jahre alt und schwanger. Salme ist eine der 18 Töchter des Sultans Said von Oman und Sansibar. Der lebensfrohe Herrscher ist zum Zeitpunkt von Salmes Flucht längst tot und ihr Lieblingsbruder Majid, Sultan von Sansibar. Majid weiß bereits, dass Salme schwanger ist und noch dazu von einem Europäer. Doch von ihrer Flucht an Bord der Highflyer hat der Sultan nichts geahnt. Er hätte sie wohl niemals gehen lassen. Die Highflyer nimmt die Prinzessin mit von Sansibar bis nach Aden im Jemen. Hier wartet sie auf ihren Geliebten. Er war noch in Sansibar. Die kleine Insel mit dem verheißungsvollen Namen Sansibar bedeutet im Swahili ganz einfach nur Land der Schwarzen. Schon seit dem Beginn des Mittelalters kamen mit den Monsunwinden alljährlich Händler aus Arabien und Persien, später auch aus Indien an die ostafrikanische Küste herübergesegelt. Viele blieben hier und verschmolzen mit der afrikanischen Bevölkerung. So entstand die muslimisch geprägte Swahili-Kultur, eine sehr eigene Mischung verschiedenster Einflüsse. Auch die Omanis haben die Swahili-Kultur mitgeprägt. Ihre Handelsschiffe lagen schon seit dem 12. Jahrhundert hier vor Anker, um Elfenbein und Amber zu kaufen. Salmes Vater Said verlegte 1840 seine Residenz von Oman nach Sansibar. Seine Schiffe und Agenten beherrschten die Küste bis weit ins Inland. In Sansibar gefiel es ihm besonders gut. Erst unter Saids Ägide wurde die kleine Insel zum wichtigsten Zentrum Ostafrikas. Die Basis von Saids Erfolg war, neben dem Handel, der Anbau von Nelken. Sauda Bhavani, genau 100 Jahre nach der Prinzessin hier in Sansibar geboren, lebt schon lange in Europa. Anfangs nicht ganz freiwillig, ähnlich wie die Prinzessin. Allerdings in Saudas Fall aus politischen Gründen. Heute ist sie Swahili-Dozentin an der Universität Hamburg. Ihr Kollege, der Historiker Professor Abdul Sharif von der Universität Dar es Salaam, hat die ökonomische und politische Erfolgsgeschichte von Salmes Vater Said genau ergründet. Now this new economy
Die neue Nelkenwirtschaft wurde unter Said stark ausgebaut. Sie war jedoch ohne Sklavenarbeit nicht möglich, denn Sansibar selbst hatte damals relativ wenige Einwohner, sodass die Zahl der importierten Sklaven jetzt ständig wuchs. Die Nelkenwirtschaft und der Handel zusammen brachten Sansibar enormen Wohlstand im 19. Jahrhundert. Und zwar besonders während der Regentschaft von Sultan Said, aber auch danach, unter seinen beiden Söhnen. And also during the time of his immediate sons. Salma ist aufgewachsen in einem großen Reichtum. Ihr Vater hat 45 Paläste und dieser Beit el-Sahil ist einer von diesen Palästen. Tausende von Sklaven hat er besessen damals, der Sultan Said Said. Er hat zwei rechtmäßige Frauen, aber viele, viele Nebenfrauen, also Sarari, wir wissen nicht wie viel. Salmas Mutter, Dilfidan, war einer von den Sarari. Sie ist eine Tscherkessin, das ist Westkaukasus. Und dann Dilfidan am 30. August 1844 bekam eine Tochter. Salma ist hier in Beit el-Mtoni geboren. Salma hat eine glückliche Kindheit hier gehabt. Sie hat mit ihrer Geschwister hier gespielt. Die haben hinter dieser Säule sich versteckt, weil die haben eine sehr strenge Lehrerin gehabt. Also man kann hier vorstellen, was für ein Getümmel hier war. Lebte in dieser Palast mindestens 1000 Leute. Und Tiere auch, weil Salma hat ihren Reitunterricht hier gemacht, hier hinter die Säule herum geritten. Eines Morgens kletterte ich an einer hohen Kokospalme empor, ganz ohne den Strick, der hier für üblich ist. Als ich nun endlich etwa die Mitte der Höhe erreicht hatte, da begann ich die ahnungslos Vorübergehenden anzurufen und ihnen mit lauter Stimme guten Morgen zu wünschen. Welch ein Schrecken! Sofort stand ein ganzer Knäuel Menschen unten, die mich baten, vorsichtig herabzukommen. Mir jedoch gefiel es da oben sehr gut. Und erst als meine Mutter verzweifelt und händeringend unter mir stand und mir allerlei Schönes versprach, glitt ich langsam wieder herab. Salma ist nicht nur ein wildes, sondern auch ein wissbegieriges Kind. Sie bringt sich selbst das Schreiben bei, auf dem Beckenknochen eines Kamels. Als sie 12 ist, endet ihre Kindheit. Ihr Vater stirbt 1856. Sein Besitz wird unter den Geschwistern aufgeteilt. Salma erbt 3 Landgüter und viel Geld. Schnell lernt sie ihre Plantagen, in denen sie natürlich Nelken anbaut, selbst zu führen. Höchst ungewöhnlich für ein Mädchen in ihrem Alter. Während einer Choleraepidemie stirbt auch ihre Mutter. Salma zieht zuerst zu einer Schwester, dann allein aufs Land. Als Salma 19 war, sie hat sehr gerne hier in Bububu am Meer gelebt. Bis sie so ungefähr 22, sie war noch immer unverheiratet. Vielleicht war sie so eigenwillig und sie wollte ihr Ehemann selber aussuchen und nicht wie traditionelle vom Vater oder großer Bruder ausgesucht.1864 bittet Majid die Schwester, das Gut am Meer dem britischen Konsul zur Verfügung zu stellen. Die Prinzessin willigt ein und zieht zurück in die Stadt. Aber nicht in den Palast. Sie kauft sich ein eigenes Haus. Wie
Wahrscheinlich es ist dieses Haus hier. Und daneben wohnte ein junger deutscher Geschäftsmann, Heinrich Rüther. Und sie haben sich hier kennengelernt. Meinen späteren Gatten lernte ich bald nach meiner Übersiedelung von Bububu kennen. Unsere Freundschaft, aus welcher sich mit der Zeit eine innige Liebe entwickelte, wurde bald in der Stadt bekannt. Und auch mein Bruder Majid erfuhr davon. Sie schreibt, als wäre alles ganz einfach gewesen. In Wirklichkeit war ihre Flucht und ihre Liebe zu dem jungen Nelkenhändler aus Hamburg ein großer Skandal. Der 26-jährige Heinrich Rüthe war schon mit 16 als Kaufmannslehrling nach Sansibar gekommen. Klug und selbstbewusst hat er die Prinzessin offenbar nicht nur mit seinem fließenden Kiswahili beeindruckt. Während Salme nun in Aden auf Heinrich wartet, muss er noch seine Geschäfte in Sansibar abwickeln. Die anderen Europäer auf der Insel befürchten, Majid könne Rüthe etwas antun, weil er seine Schwester verführt habe. Heinrich und Salme sind die Ur-Urgroßeltern von Andrea Stumpf. Sie ist Anwältin bei der World Bank in Washington. Die meisten Fotos und Erinnerungsstücke von Salme und ihrer Familie sind im Zweiten Weltkrieg verbrannt. Doch anhand von Salmes eigenen Aufzeichnungen kann Andrea vieles rekonstruieren. Auch das lange Warten der hochschwangeren Prinzessin in Aden. Und noch vor Ende desselben Jahres 1866, und zwar am 7.12., wurde Heinrich Rudolf Rüthe geboren, der erste Sohn. Und dann 4 Monate später ließ sie ihn taufen. Sie war noch nicht selbst Christin geworden, aber bestimmt auf Wunsch des Vaters und des Vaters wegen hat sie dieses erste Kind taufen lassen. Alles in der Zeit, wo er noch nicht da war, der Vater, wo sie dann noch alleine war und wartete. In dieser Zeit, wo Sayyida Salme dann alleine war, war das Schlimmste noch nicht passiert. Zumindest aus Majids Sicht war das Allerschlimmste, wenn sie jetzt zum Christentum übertreten würde. Und er hatte dann auch ein Bote von Sansibar aus nach Aden geschickt, mit der Bitte, sie soll doch zurückkommen und dann würde alles auch okay sein. Aber so wie Sayyida Salme die Sachen damals sah, war das für sie, kam das überhaupt nicht in Frage. Endlich am 30. Mai kam ihr Geliebter Heinrich Rüthe. Endlich traf er in Aden ein und sie kamen dann zusammen. 9 Monate hat sie ohne ihn sein müssen und dann am selben Tag, wo er ankommt, wird dann auch geheiratet, sofort danach. Das kann man verstehen, dass sie nicht gewartet haben. Und damit wurde sie auch getauft als Emily Rüthe. Aber dann auch an demselben Tag noch, das muss ein sehr langer Tag gewesen sein, fuhren sie dann auch ab und verließen Aden für den weiten Weg nach Hamburg. Sie sind von Aden mit dem Schiff über das Rote Meer gefahren und dann über Land bis Alexandria. Und von Alexandria mit dem Schiff Richtung Norden bis Marseille. Und wir glauben, dass sie Ende des Monats, einen Monat später, Ende Juni in Marseille, dass sie da eintrafen und dann wenige Tage später weiterfuhren mit der Bahn von Lyon über Paris nach Hamburg. Als wir Marseille verließen, erfüllte mich der Gedanke an die Fortsetzung unserer Reise nach dem Norden Deutschlands mit einer ganz unbeschreiblichen Angst. Es wollte mir scheinen, als ob von jetzt an die Heimat mir immer weiter entrückt würde und alle Brücken hinter mir zusammengestürzt wären.
Und da ist die erste Tragödie, also richtige, das richtig tragische Ereignis, was sie dann in diesem Leben hat. Und das ist, dass ihr Sohn dann stirbt. Wir wissen jetzt, dass Heinrich Rudolf am 30. Juni unterwegs im Zug gestorben ist. Das kann man sich eigentlich kaum vorstellen. Sie selbst beschreibt es überhaupt nicht. Es war im August 1867. Sie ist angekommen in Hamburg. Es war warm und trotzdem, sie hat gefroren. Ihr Mann hat ihr einen Pelzmantel geschenkt und das fand sie nicht so schön, weil in Sansibar damals haben nur Sklaven Pelz getragen. Hier stand ihr Haus, also jetzt es ist nicht mehr da und leider gibt es auch keine Fotos mehr von dieser Zeit. Und jetzt steht dieser Block, der nicht so schön ist. So kann ich vorstellen, dass ihr Haus war viel schöner. Leider, die gibt es nicht mehr. In Hamburg hatte man schon vor meiner Ankunft die tollsten Geschichten von der Araberin zu erzählen gewusst. Unter anderem, ich sei so dick wie ein Fass, obgleich ich zu jener Zeit eher einer Bohnenstange glich. Ich hätte die Haare und Gesichtsfarbe einer Schwarzen. Meine Füße sollten so klein sein wie die einer Chinesin, sodass ich infolgedessen natürlich auch nicht gehen konnte. Salme ist neugierig, wissbegierig, will alles sehen und begreifen hier. Sie hasst es, drinnen zu sein, die ewig geschlossenen Fenster. Wenn Heinrich mit der Pferdestraßenbahn ins Kontor fährt, umrundet sie die Alster, streift durch die Innenstadt und läuft zu Fuß bis nach Bergedorf. Den Hafen liebt sie besonders. Insgeheim hofft sie, dass vielleicht ein Schiff aus Sansibar herübergesegelt kommt. Ihr fällt auf, dass die Leute hier immer lächeln. Sie freut sich darüber, nennt die Deutschen eine vergnügte Nation. Bis Heinrich sie aufklärt, das Lächeln sei meistens nur Höflichkeit. Die Prinzessin aus Afrika hält eine kleine Menagerie in ihrem Haus an der Alster, junge Hunde, Katzen, sogar eine Ziege. Und sie lernt Schlittschuhlaufen auf der zugefrorenen Alster. Privat ist sie wohl noch lange die alte Salme geblieben, wie in dieser Fotoserie, die 1867 kurz nach ihrer Ankunft in Hamburg aufgenommen wurde. Aber in der Öffentlichkeit sah sie schon bald wie eine typische Hamburger Bürgersgattin aus. Fast. Sie haben ja in dieser Zeit in Hamburg, wo Heinrich mit ihr ankam, war das ja Sitte damals, dass man sich gegenseitig besucht. Und es gehörte sich jetzt mit dieser neuen Frau, dass er sie vorstellt. Und die mussten dann überall so antreten. Und das hat ihr, überhaupt nicht gefallen. Also erstens hat sie da eigentlich nicht mit verstehen oder reden können und saß da wahrscheinlich so einfach blöd, obwohl das ist sie natürlich nicht. Die hat Gedanken gehabt und ich glaube, sie fand auch die anderen Frauen gar nicht so ihr Typ und hat da auch wenig Zugang gehabt. Sie war glücklich mit Heinrich, aber sie hat oft Heimweh. Und wenn sie Heimweh gehabt, hat sie einer Freundin geschrieben in Sansibar. Ich verbrachte die erste Zeit in Europa fast wie im Traum. Anstelle von zwei Augen und zwei Ohren hätte ich mir von jedem Organ 10 gewünscht, um all das Neue in mich aufnehmen zu können. Denn was die tollste Fantasie eines Menschen ersinnen kann, tritt dir alles hier auf einmal und ganz unvermittelt entgegen. Alles, alles ist anders als bei uns. Häuser, Straßen, Kleidung, Essen. Ja, selbst die Luft. Und die Menschen mit ihren für mich ganz unaussprechlichen Namen. Dazu ihre mir gänzlich unverständliche Sprache, die mir wie ein lebhaft geführtes Vogelgezwitscher vorkam, infolge der häufigen Laute wie sch, t, z. Das alles hat mich ordentlich konfus gemacht. Die Prinzessin schreibt oft nach Sansibar.
Ihre Schwestern und Freundinnen antworten ihr, doch Majid kein einziges Mal. Er hat ihr wohl vor allem den Religionswechsel nicht verzeihen können. Nicht nur Heinrich zuliebe lernt Salme intensiv Deutsch. Die beiden bekommen in schneller Folge 3 Kinder. Auf diesem Foto ist auch das Jüngste schon auf der Welt. Ich glaube, die waren alle im Frühjahr geboren, also 1868 für Anthony, 1869 für Said und dann 1870 für Rosa. Und Rosa ist dann auch meine Urgroßmutter, die Jüngste. Und das ist dann meine Familie, kam aus Rosa. Ich habe gesagt, dass ihr Leben so glücklich war in den ersten Jahren, aber das muss ich wahrscheinlich auch ein bisschen anders schildern, weil sie hat trotzdem noch, ich glaube, ein sehr großes Heimweh nach ihrer Heimat gehabt und hat sich schon sehr gesehnt. Alles, was so anders war, da kam der Gedanke, wie ihr Zuhause war, immer diese Vergleiche. Ich glaube, sie wurde sehr als Kuriosität gesehen in Hamburg. Salma zeigte sich nicht so gerne an der Öffentlichkeit, weil sie wurde sehr angestarrt. Einmal war sie im Theater, es konnte hier sein mit ihrem Mann und er wollte, dass sie Bonus zeigt, so sie so macht. Verstehe ich nicht, warum wollte er, dass sie noch mehr angestarrt? Es war doch für sie sehr unangenehm. Salme wird ständig an den Klischeebildern über die orientalische Frau gemessen. Diese Vorstellungen hatten sich kaum verändert, seitdem im 18. Jahrhundert die ersten europäischen Reisenden Ägypten und Vorderasien erkundeten. Schon damals haben die Orientalinnen besonders die erotischen Fantasien der europäischen Männer befeuert. Der Sultan, der die Qual der Wahl hat. Die eifersüchtigen, stets kaum bekleideten Haremsdamen. Man nimmt Salme übel, dass sie als Frau diesen Klischees nicht entspricht und nicht jubelnd ihre Erleichterung verkündet, hier im christlich zivilisierten Europa dem unfreien Leben einer orientalischen Frau entwischt zu sein. Salme ihrerseits bemüht sich sehr, die hiesige, für sie so neue, merkwürdige Kultur zu verstehen. Besonders das Christentum gibt ihr große Rätsel auf. Da war sie im Laufe der Zeit wirklich tiefst enttäuscht, als sie diesen Zugang zum Christentum nicht fand und hat auch sehr bereut, dass niemand geholfen hat oder dass sie keine Unterstützung bekam und den Weg, in dem sie anderen beobachtete, auch nicht selbst gefunden hat. Sie war zum Beispiel, als sie Weihnachten gefeiert haben und es war ihr klar, dass das ging um das Geburt Christi, die Tatsache, dass dann nur Geschenke geöffnet wurden und irgendwie diese religiöse Idee ging verloren, war für sie eine höchst komische, aber auch traurige Sache. Ich kam mir selbst so verächtlich falsch vor, eine Christin zu heißen und doch keine klare Idee zu besitzen, was das Christentum überhaupt bedeutet. Für meinen inneren Frieden wäre es entschieden besser gewesen, wenn ich wenigstens am Anfang dem alten Glauben treu geblieben wäre. Denn es ist doch keine Frage, dass es tausendmal besser ist, eine Mohammedanerin zu bleiben, als weder Christin, das heißt von Herzen, noch Mohammedanerin zu sein. Mit diesem allergrößten Zwiespalt lebte ich in Europa, der geheiligten Zivilisation. Was für mich auffällig ist, dass sie selbst unter den Leuten, den Christen, die sie dann kennenlernte, ich nehme an, auch ihr Mann, dass sie diese Religiosität nicht fand und dann auch nicht nachmachen konnte. Und die Leute waren wahrscheinlich auch gar nicht fähig, sie das insofern beizubringen. Noch kann Salme nur gebrochen Deutsch, versucht aber schon Zeitung zu lesen. Als 1870 der Deutsch-Französische Krieg ausbricht, ist sie schockiert. Und sie hat auch ihre eigenen Gedanken dazu gehabt und schreibt da sehr interessant, ich meine, es sind jetzt 150 Jahre her fast, so Gedanken, die man eigentlich heute haben würde. Um einen solchen Vernichtungskrieg zu führen, notabene Christen gegen Christen, fängt man in Europa schon sehr früh an, die männliche Jugend zu diesem Handwerke auszubilden. Sämtliche Staaten Europas leiden an einer sehr bösen Krankheit, nämlich der Eifersucht.
Man ist allgemein bemüht, die furchtbarsten Massenmordinstrumente zu erfinden, um bei nächster Gelegenheit seine Nachbarn die eigene Kraft auch gründlich fühlen zu lassen. Dergleichen nennt man hier Fortschritt. Was bedeutet es schon, wenn ein Negerstaat einen anderen bekriegt, im Vergleich zu einem einzigen Kriege im Norden? In the middle of the 19th century, in the 1860s, 1870s, Mitte des 19. Jahrhunderts, in den 60er und 70er Jahren, war Sansibar auf dem Höhepunkt seiner wirtschaftlichen und kulturellen Blüte. Es war nicht nur eine reiche, sondern auch eine selbstbewusste Kultur. Die Menschen waren stolz auf ihre Religion und ihre kulturellen Leistungen. Viele Sansibaris waren gar nicht so beeindruckt von den Europäern, die hierher kamen. Sie erschienen ihnen eben nicht besonders zivilisiert. Die sansibarische Kultur war noch nicht zerstört worden. Und sie waren stolz darauf, Sansibaris zu sein. Das spürt man auch in Salmes Buch. Erst als der Kolonialismus begann, wurde dieser Stolz, dieses Selbstvertrauen zerstört. Dann erst fingen sie an, nach Europa zu schauen und wollten dorthin. Aber auch heute sind viele von uns überzeugt, dass wir eine eigene Zivilisation besitzen. Wir leugnen nicht, dass andere auch eine Zivilisation haben. Es gibt eben nicht nur eine in der Welt. Obwohl die Prinzessin selbst im Haus an der Alster mit ihrem Mann und den Kindern in gutbürgerlichem Wohlstand lebt, nimmt sie die Armut um sich herum sehr wohl wahr. Nirgends tritt der Kontrast zwischen armen und reichen Menschen so zutage wie gerade hier im kalten Norden, wo man einerseits solche Üppigkeit und solchen Luxus antrifft, andererseits aber auch eine herzzerreißende Armut findet. Unwillkürlich musste ich einmal denken, dass von 100 gewiss keine zwei unserer Sklaven mit dieser Freiheit tauschen würden. Das war am 6. August 1870, da war die kleine Rosa gerade erst 3 Monate alt. Er war am Nachmittag unterwegs gewesen, wollte seinen Vater besuchen, der sehr krank war. Und Seyda Same erwartete ihn an dem Abend. Und dann kam er nicht. Und er kam nicht. Und sie hat dann schon gespürt, dass irgendwas nicht stimmte. Und tatsächlich, Heinrich war dann mit einer Pferdebahn unterwegs. Als er raus wollte, ist er irgendwie ausgerutscht. Aber auf jeden Fall, er kam dann unter die Schiene. Also es ist so ein unglaublicher, verrückter Unfall. Aber das war dann wirklich so schlimm, dass es dann innerhalb von 3 Tagen zu seinem Ende kam. Mit meinem Manne verlor ich alles. Selbst der Gedanke an meine 3 Kinder wollte mich nicht trösten. Die ruhige, stille Nacht und das Rauschen der Blätter, selbst die funkelnden Sterne am Himmel störten meine Empfindungen nicht wenig in jener Nacht. Denn es war alles beim Alten da draußen. Salme will, wie in Sansibar üblich, bis zur Beerdigung bei ihrem toten Mann bleiben. Doch im Krankenhaus zeigt man dafür kein Verständnis. Lange ist sie wie gelähmt vor Trauer. Dann erfährt sie, dass im vermeintlich so freien Hamburg Witwen nicht erben dürfen. Die Prinzessin, die zu Hause 3 Plantagen geführt hat, bekommt jetzt einen Vormund. Dann stirbt auch noch Majid, den sie sehr geliebt hat. Ein anderer Bruder namens Bargash wird Sultan im gerade jetzt viel zu fernen Sansibar. Der Vormund teilt Salme mit, dass ihre Aktien nicht günstig stehen. Schließlich muss die Prinzessin aus dem Haus an der Alster ausziehen und sich eine billigere Bleibe suchen. Eines Tages klingelt sie bei einer Vermieterin. Die biedere Wirtin, welche gewiss nicht alle Tage mit Leuten, deren Hautfarbe ziemlich braun ist, zusammenkam, betrachtete mich mit unverhohlener Neugierde. Anstatt meine Fragen zu beantworten, hielt sie es für geraten, mich ihrerseits auszufragen. Wie zum Beispiel, aus welchem Land ich denn stammte, ob ich auch Mann und Kinder hätte und an wen sie sich denn halten könne. Nach dem Tod ihres Mannes, sie hat gedacht, sie muss in Deutschland bleiben und ihre Kinder hier erziehen. Sie dachte, ihr Mann wollte das so.
Selbst wenn sie sich dazu entschlossen hätte, zurückzukehren, es ist fraglich, ob ihr das überhaupt gelungen wäre. Denn sie war eine Abtrünnige, eine, die ihre Religion im Stich gelassen hat. Es wäre sicher nicht leicht gewesen für sie. Wie der Sultan reagiert hätte, kann ich heute nicht sagen. Aber nach islamischem Recht ist es, streng genommen, ein schwerer Verrat, diese Religion zu verlassen. Die Person hätte getötet werden können. So etwas wurde sehr ernst genommen, wie ein Hochverrat an der eigenen Gemeinschaft.1872 erhält die Witwe Rüthe die hamburgische und damit die deutsche Staatsbürgerschaft. Doch sie fühlt sich zunehmend unwohl in der Hansestadt, wo, wie sie später schreibt, das Geld die ausschließliche Rolle spielt. Offenbar kümmert sich auch die Familie ihres Mannes kaum um sie. Dann hört sie, dass das Leben in vielen Städten Deutschlands viel billiger sei. Zwei Jahre nach Heinrichs Tod beschließt sie, nach Dresden zu ziehen. Sie kam hier an Heinrichs Grab, sich zu verabschieden. Für sie, er war ständig bei ihr. Sie sprach mit ihm in Gedanken. In dieser Zeit ist die Prinzessin nicht die Einzige, die verarmt. Deutschland befindet sich mitten in einer Rezession. Hier ist Schillerstraße 27. Hier hat sie gewohnt. Sie hat hier in der Etagenwohnung gelebt. Für sie war es sehr schrecklich. Zum ersten Mal wohnte die Prinzessin in der Etagenwohnung. Sie hat sich so gefühlt wie ein Vogel im Käfig. Ruhe hatte sie drei Bedienste und jetzt nur ein Mädchen, ein Hausmädchen für alles. Hier vorne, das Haus existiert nicht mehr, war ihre Freundin, Freifrau von Tetau. Jetzt, das Haus gibt es nicht mehr. Ihre Finanzen wurden schlechter und schlechter. Sie musste sogar untervermieten. Sie hat versucht mit Arabischunterricht. Aber wer wollte damals Arabisch lernen, geschweige denn Swahili? Es ging so weit, dass eines Tages mussten die Kinder ihr Sparschwein für sie schlachten. Und am Ende, sie konnte ihre Dienstmädchen nicht bezahlen und sie musste ihren Schmuck, ihr Ohrringe aus Sansibar verkaufen. Sie fühlte sich wie eine Bettlerin, sie schämte sich. Je mehr die Prinzessin verarmt und vereinsamt, desto heftiger wird ihre Sehnsucht nach Sansibar, der vertrauten Umgebung, der Sicherheit und Geborgenheit im Schoß ihrer riesigen Großfamilie. Als dann Bargash Sultan wurde nach Majids Tod, hatte sie Bargash mehrmals geschrieben, immer in diesem weiteren Versuch zu versöhnen, sich zu versöhnen. Und er hat aber nie geantwortet. Und dann hat sie gehört, in 1875 war das, dass Bargash, Sultan Bargash, sollte nach London reisen. Und daraufhin hat sie sich entschlossen und hat sogar Geld geborgt, ich glaube das erste und das einzige Mal im Leben, um die Reise nach London zu machen. Salme hat inzwischen über ihre neue Freundin von Tetau Kontakt zur Kronprinzessin Victoria bekommen, die sich bei ihrer Mutter, der Queen, dafür einsetzt, dass Salmes Versöhnung mit Bargash von englischer Seite unterstützt wird. Doch Victorias Einfluss reicht nicht weit genug. Bargash, hier inmitten seiner Minister, weigert sich, Salme zu empfangen. Auch für ihn bleibt sie wegen ihres Religionswechsels eine Abtrünnige. Bald zeigt sich, dass auch die englische Regierung ein Zusammentreffen von Salme mit Bargash verhindern möchte. Sie befürchtet, dass Reichskanzler Otto von Bismarck Salmes Sohn Said auf den Sultansthron setzen will, um damit Einfluss in Ostafrika zu gewinnen.
Nichts ahnend wartet Salme in London auf eine Gelegenheit, Bagash zu treffen. Da wird sie überraschend zu einem hohen Regierungsvertreter zitiert. Und ganz unerwartet stellte er dann die Frage, naja, was ist dir denn jetzt wichtiger? Diese Versöhnung oder die Zukunft deiner Kinder? Und sie war auf alles Mögliche vorbereitet, aber nicht auf diese Frage. Aber er stellte sie, weil er dann sagte, okay, entweder kannst du diesen Treffen machen, weil du das unbedingt machen möchtest, aber wir sind nicht dafür, oder wir versprechen dir für deine Familie, für die Kinder, Geld für die Zukunft. Aber es ist ein Entweder-Oder. Du kriegst das nur, dieses Geld für die Zukunft, wenn du bereit bist, dieses Treffen nicht stattfinden zu lassen. 7 Wochen muss Salme in London warten, bis man sich bequemt, ihr das entsprechende Formular zur Unterschrift vorzulegen. Ja, nachdem Sayyida Salmi sich so bemüht hat und diese 7 Wochen in London verbracht hat und alles so abgeschlossen hat, reiste sie zurück nach Deutschland und erwartete, dass das jetzt dieses Versprechen gehalten wird. Und das Unglaubliche ist, dass England das dann nicht gehalten hat und stattdessen, lange nachdem sie zurück war, kam ein Brief an, ganz unerwartet. Und da hieß es, ja, tut uns leid. Sie sind ja deutsche Staatsbürgerin. Da haben wir eigentlich kein Geld für Sie. Das ist Sache Deutschlands. Die nächste Station auf Salmes Odyssee ist die Kleinstadt Rudolstadt in Thüringen. Das letzte Dienstmädchen ist längst entlassen. Und die Sultanstochter, die früher so viele Sklaven kommandieren konnte, muss jetzt auch die niedrigsten Dinge selbst verrichten. Immer häufiger denkt Salme jetzt an die Erbansprüche, die sie nach sansibarischem Recht hat. Frau Rüthe ist im Jahre 1877 hier in Rudolstadt eingetroffen. Wir haben hier ein altes Aufenthaltsjournal unserer Stadt, wo sie hier eingetragen ist. Mhm. Als verwitwete Kaufmannsfrau, geborene Seid, mit ihren 3 Kindern. Und sie hat beim Rentier Fritz gewohnt, im Haus Nummer 592. Dieses Haus gibt es heute nicht mehr. Sie hat, wenn sie aus ihrem Fenster geschaut hat, dann sicher diesen schönen Blick zur Stadt gehabt und vor allem zur Heidecksburg. Damals war alles noch nicht bebaut. Salme war oft auf Schloss Heidecksburg eingeladen bei der Fürstenfamilie von Schwarzburg. Doch sie hat nur wenige dieser Einladungen angenommen. In einem Brief zu einer Freundin hat sie angedeutet, es gab einen Mann von dieser Fürstenfamilie, der an ihr interessiert war. Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass es sich dabei sogar um den Fürsten Georg gehandelt hat. Er war damals ein Mann um die 40. Er war mit 31 Jahren Fürst des kleinen Landes geworden. Es war also ein sehr großgewachsener, stattlicher Herr, der sich sehr gerne in Uniform gezeigt hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass er sich für die Frau Rüthe interessiert hat. Sie war ja erstens mal eine Prinzessin und zweitens sicher eine exotische Frau hier für die Verhältnisse in dieser Kleinstadt. Ich könnte mir vorstellen, dass sogar er es war. In einem Brief an ihre Freundin Tettau deutet Salme an, dass ihr die Annäherungsversuche des Fürsten unangenehm waren. Sie lebte hier sehr zurückgezogen. Sie lebte nur vor ihrer Kinder. Und die Kinder gingen zur Schule. Und so hat sie Zeit zum Schreiben. Salme merkt, das Schreiben ist ein gutes Mittel gegen das Heimweh. Dabei sind die Erinnerungen an ihre schöne Kindheit ein besonders effektiver Trost. In der Schule erfahren ihre Kinder eines Tages, dass ihre Mutter eine Prinzessin ist. Überrascht bestürmen sie Salme mit ihren Fragen. Und so hat sie umso mehr Anlass, in ihren eigenen Kindheitserinnerungen zu schwelgen.
Mein Vater trieb nun für den ungeheuren Bedarf seiner Häuser einen für uns alle ganz großartigen Tauschhandel. Alljährlich gingen seine Segelschiffe, meist mit Gewürznelken befrachtet, nach England, Persien, Ostindien und China, um dort für den Erlös der Fracht das Verlangte zu beschaffen. Auch für uns kleine Kinder umschwebte diese Schiffe ein besonderer Zauber. Sie brachten uns ja alle unsere schönen Spielsachen mit. Als bei einer solchen Gelegenheit der Vater mir zum ersten Male eine fein gekleidete Puppe schenkte, welche schreien konnte und Vorderzähne hatte, war ich vor Freude ganz außer mir. Während ihre Kinder noch mehr und mehr kleine Deutsche werden, Salma fühlte sich nicht wohl hier in Kleinstadt Rudolstadt. Sie fühlte sich beobachtet. Die Ansichten der Leute sind oft so beschränkt, dass ihre Interessen nicht weiter als höchstens 10 deutsche Meilen reichen. Die Damenwelt insbesondere interessiert sich für größere Verhältnisse so viel wie gar nicht, desto mehr aber für ihre Nachbarn. Tatsächlich wussten die guten Leute von Rudolstadt genau, wie lange ich meine Kleider trug, seit wann ich eine neue Schleife besaß oder gar noch, was bei mir gekocht wurde. Sie brauchte eine Umgebung, wo man eher Verständnis und nicht nur Neugier über eine andere Person aus einem anderen Land haben konnte. Und dann ging sie auch 1879 nach Berlin, gerade weil sie eine etwas freundlichere, kosmopolitische Umgebung suchte. Postumstraße Nummer 70 hat sie gewohnt damals, 1879. Hier am Bild, man sieht, wie damals war. Und die Frauen, wahrscheinlich haben sie sich auch so ausgesehen. Vielleicht Salma selbst hat auch so ausgesehen. Und vielleicht die Tochter haben so ein Kleid getragen. So hat das Haus ausgesehen. Sie hat zuerst im Erdgeschoss gewohnt und danach im dritten Stockwerk. Sie möchte gerne in Belle Etage wohnen, aber sie konnte das nicht bezahlen, es war zu teuer. Früher war hier die Nummer 70. Ich meine, jetzt die Nummer sind anders und das Haus steht nicht mehr. Also in Berlin war sie ein bisschen glücklich. Sie fand die Leute freundlich, so ähnlich wie zu Hause. Aber manchmal war sie wieder deprimiert. Sie war traurig, Heimweh. Sie hat an Balrasch geschrieben und wieder hat sie keine Antwort bekommen. Salmes Gönnerin, Kronprinzessin Victoria, ist empört über Bargaschs Schweigen. Sie ermuntert Salme, sich Hilfe an höchster Stelle zu holen. Im Juni 1884 schreibt Salme an Kaiser Wilhelm. Sie erbittet den Schutz des Deutschen Reiches für eine Reise nach Sansibar mit ihren Kindern. Sieht mein Bruder, dass Deutschland, das Vaterland meiner Kinder, sich unserer annimmt, so wäre es nicht allein möglich, noch meine Erbansprüche geltend zu machen. Ich könnte auch bei meiner jetzigen Kenntnis der europäischen Verhältnisse meinen deutschen Landsleuten gewiss von manchem Nutzen sein. Eurer Durchlaucht, ehrfurchtsvoll ergebene, Emily Rüthe, geborene Prinzessin von Sansibar. Verzweifelt, aber auch gewitzt, wie sie ist, hat Salme zu diesem Zeitpunkt Bargasch ebenfalls einen Brief geschrieben, in dem sie sich auch ihm als Beraterin empfiehlt, weil sie sich so gut mit den europäischen Verhältnissen auskennt. Bismarck zeigt sich offiziell zurückhaltend, aber inoffiziell interessiert, zumal sich gerade jetzt der Druck der deutschen Koloniallobby verstärkt. Die Herren aus der Wirtschaft verlangen Landerwerb durch das Deutsche Reich. Und Sansibar ist schließlich das Eingangstor zum fruchtbaren Ostafrika. Während Salme auf eine Antwort vom Kanzler hofft, reist eine Abordnung der Gesellschaft für deutsche Kolonisation unter der Führung von Karl Peters, links im Bild, heimlich nach Ostafrika, mit Zwischenstopp in Sansibar. Als die Deutschen kamen, zogen sie direkt ins Landesinnere. Anfangs wagten sie es nicht, den Sultan in Sansibar oder an der Küste herauszufordern.
So gingen sie auf versteckten Wegen ins Landesinnere und ließen sich dort einfach Land überschreiben. In vielen Fällen war die Unterschrift nur ein Kreuz und die meisten lokalen Fürsten wussten gar nicht, was sie da unterzeichneten. Aber Karl Peters kam zurück nach Berlin mit diesen 10 Dokumenten und Bismarck beschloss nun, diese Papierfetzen einfach als rechtliche Grundlage für die deutsche Übernahme des Inlands zu deklarieren. Im Februar 1885 stellt Kaiser Wilhelm I. die von Peters erworbenen Gebiete offiziell unter den Schutz des Reiches. Bargasch protestiert. Die Plätze, die das Deutsche Reich an sich gerissen hat, schreibt er, sind unsere seit den Zeiten unserer Väter. Kurz darauf schickt er seine Soldaten in die von Deutschland besetzten Gebiete in der Kilimandscharo-Region. Im Mai zeigt sich, dass die Briten die Kolonialbemühungen Deutschlands zurzeit nicht verhindern können. Bismarck beschließt, die Gunst der Stunde zu nutzen und den Sultan durch ein Marinegeschwader einzuschüchtern und dabei, unter äußerster Geheimhaltung, die deutsche Bürgerin Emily Rüthe mit an Bord zu nehmen. Er schreibt dem Kaiser: Das Erscheinen der Dame, welche die Schwester des Sultans und Angehörige des Deutschen Reiches ist, unter dem besonderen Schutz Eurer Majestät, wird sich in der einen oder anderen Weise als ein Mittel zu Verhandlungen in unserem Interesse verwerten lassen. Anfang Juli 1885 reist Salme mit ihren 3 Kindern über Triest und Alexandria nach Port Said. Dort geht sie unter falschem Namen an Bord des deutschen Frachtschiffes Adler. Schließlich, 2. August, kam der Adler näher an Sansibar. Also Salma kann schon Sansibar sehen. Und die Kinder waren sehr ernst und still und halten Salmas Hand fest und lassen nicht los. Am frühen Morgen begrüßten mich schon von weitem die Palmen meiner Heimat. Was konnte ich bei deren magischen Anblick anderes tun, als dem Allmächtigen danken für seine große Güte? In diesem Augenblick erschien es mir, als ob meine ganze Jugend nochmal wiederkehre, um die vielen kummervollen Jahre wieder gut zu machen. Doch noch darf Salme nicht an Land. Der Kapitän der Adler hat Befehl, auf die Ankunft der deutschen Kriegsschiffe zu warten. Schließlich richten sich die deutschen Kanonen auf den Palast des Sultans. Während der Kommandeur auf Geheiß Bismarcks darauf wartet, dass Bargasch endlich klein beigibt, weiß Salme, auf der Adler ein wenig abseits vom Geschwader, wohl nicht wirklich, was gespielt wird. Jedenfalls hofft sie immer noch, dass der Sultan sie empfangen wird. Zwar rechnet sie jetzt wohl kaum noch mit einer Versöhnung, aber doch mit der Erfüllung ihrer Erbansprüche. 11 Tage hält Bargasch aus, dann gibt er sich geschlagen. Seine Flotte wäre der deutschen Übermacht niemals gewachsen gewesen. Er unterschreibt einen Freundschaftsvertrag, in dem er die deutsche Oberhoheit in den besetzten Gebieten anerkennt. Endlich darf sie an Land, 19 Jahre nach ihrer Flucht. Und nicht allein, sondern mit einem Marineoffizier. Es gelingt der Prinzessin nur selten, den deutschen Bewacher abzuschütteln. Aber sie freut sich über die freundliche Begrüßung durch die Bevölkerung. Bei unserem ersten Besuch in der Stadt drängte sich die Menge um uns. Mir im Arabischen wie im Swahili, wie geht's dir, meine Herren, zuzurufen. Der Umstand, dass ich jetzt europäisch gekleidet auf den Straßen ging, machte allerdings einen eigentümlichen Eindruck auf mich. In Sansibar wurde mir seit vielen Jahren zum ersten Mal klar bewusst, welche Wandlungen ich im Laufe der Zeit durchgemacht hatte. Bargasch empfängt sie nicht. Er verbietet auch ihren Geschwistern und Freunden, sie zu begrüßen. Manche winken der Prinzessin von den Fenstern zu oder lassen ihr Briefe überbringen. Erst jetzt erfährt sie, dass Bismarck niemals daran interessiert war, ihre Interessen Bargasch gegenüber zu verteidigen. In einer Depesche an den Kommandeur des Geschwaders hatte er daran von Anfang an keinen Zweifel gelassen. Für die schönen Augen der Frau Rüthe können wir die Reichsinteressen nicht einsetzen. Nötigt der Sultan uns durch sein sonstiges Verhalten zu militärischer Gewalt, so ist die deutsche Bürgerin Rüthe mit ihren Rechten ein nützliches Argument für uns, diese Gewalt zu rechtfertigen. Tritt diese Nötigung aber nicht ein, so fährt Frau Rüthe mit unseren Schiffen wieder zurück. As soon as
Als man Bargash gezwungen hatte, sich der Übermacht der Invasoren zu beugen, verloren die Deutschen sofort das Interesse an der Prinzessin. Unmittelbar danach folgte eine Korrespondenz, die dies belegt. Wir haben jetzt erreicht, was wir wollten. Frau Rüthe soll jetzt zurück nach Deutschland gehen. Und für die Deutschen war das dann das Ende der Geschichte. Am letzten Tag möchte Salma wenigstens noch einmal ihr Geburtshaus sehen und es ihrer Kinder zeigen. Es ist nur eine Ruine, damals schon, als sie hier war. Als wir nach dem Hause gingen, wo ich das Licht der Welt erblickt hatte, da war ich tief erschüttert. Die einst so begehrten und immer von fröhlichen Menschen erfüllten Bäder haben fast sämtlich ihre Dächer verloren. Nichts lässt den Besucher auch nur das Geringste von dem einstigen Glanze des Palastes ahnen. Und doch, aus jeder schiefhängenden Tür, ja aus den berghohen Schutthaufen, glaubte ich die Gestalten der früheren Bewohner hervortreten zu sehen. Meine eigenen Kinder schienen mir in diesem Augenblick viel zu fröhlich. Am nächsten Tag muss die Schwester des Sultans ihre Insel verlassen. Zurückbleiben bis heute viele Fragezeichen, auch kritische Meinungen über ihre Rolle in dieser frühen deutschen Kolonialepisode. Sie hat versucht, ihre Position zu nutzen, um nach Sansibar zurückzukehren und ihr Erbe in Anspruch zu nehmen. Dabei ist sie aber in ein Machtspiel hineingeraten, das sich letztendlich gegen Sansibars Unabhängigkeit richtete. Vermutlich hätte sie diesen Prozess nicht stoppen können, aber sie ist so zum Spielball kolonialer Interessen geworden. Davor war Sansibar eine selbstbewusste Kultur. Salma hat eine Rolle in der Zerstörung dieses kulturellen Selbstbewusstseins gespielt. Wenig später beginnt Deutschland am Kilimandscharo mit der Kolonialisierung. Zuallererst mit der Unterwerfung der Bevölkerung, deren Arbeitskraft gebraucht wird. 1890 schließlich wird Sansibar selbst, dann im Tausch gegen Helgoland, britisches Protektorat. Aber auf dem Festland, bis hin zu den großen Seen, dort, wo man so lange nach der Pfeife von Salmes Vater und ihren Brüdern getanzt hatte, weht jetzt die Flagge von Deutsch-Ostafrika. Zurück in Berlin schreibt Salme das letzte Kapitel ihres Buches, das 1886 unter dem Titel »Memoiren einer arabischen Prinzessin« erscheint, mit 4 Auflagen in einem Jahr. Auch wenn die Tantiemen nur kurzfristig geholfen haben, das Buch hat Salme zu einer kleinen Berühmtheit gemacht. Genau und detailliert wie eine Ethnografin beschreibt sie die sansibarische Kultur, auch um diese dann mit der europäischen zu vergleichen. Dabei versucht sie, gängige Vorurteile über die arabische Welt zu konterkarieren. Dass die Polygamie wirklich in keiner Weise zu verteidigen ist, wird vor allem jede Frau einsehen. Aber nun eine Gegenfrage. Wie steht es bei dem Christen, bei dem zivilisierten Europäer mit der Ehe? Ist es nicht oft die reine Illusion, von einer Frau zu sprechen? Mir möchte fast als der einzige Unterschied in der Lage einer orientalischen und einer europäischen Frau erscheinen, dass die Erstere die Zahl und wohl auch das Wesen und den Charakter ihrer Nebenbuhlerinnen kennt, während die europäische Frau hierüber in liebevoller Unkenntnis gehalten wird. If you read the book itself, that her understanding of the Zanzibar culture and an explanation of it. Salmes Buch und ihre Beobachtungen und Erklärungen der sansibarischen Kultur sind für mich von unschätzbarem Wert für die Geschichtsschreibung Sansibars. Ohne Salmes Buch wüssten wir heute wesentlich weniger über die sansibarische Gesellschaft jener Zeit. Zum Beispiel die Sklaverei in Sansibar. Manche werfen ihr vor, sie würde die Sklavenhaltung verharmlosen. Aber sie hat nicht ganz Unrecht. Es ist ja bekannt, dass überall auf der Welt, wo es Sklaverei gab, die Sklavenbesitzer mit ihren Sklavinnen geschlafen und Kinder gezeugt haben. In westlichen Gesellschaften hat die christliche Moral niemals erlaubt, dass diese Kinder von ihren Vätern anerkannt wurden. Sie wurden als Sklaven geboren und blieben es. In der muslimischen Welt war das aber ganz anders.
Wenn eine Sklavin das Kind ihres Herrn bekam, veränderte sich ihr Status automatisch. Sie wurde zur Suria, zur Nebenfrau. Wenn der Herr starb, wurde sie Kraft des Gesetzes frei. Und ihre Kinder waren rechtmäßige, freie Kinder dieses Mannes. So wie Salme. Sie war ja selbst das Kind einer Sklavin. Children of the slave owner. She herself, of course, was a child of a slave. Salmes Mutter Jill Fidan, von der es kein Bild gibt, stammte wie diese vier tscherkessischen Sarari aus dem heutigen Südrussland. Als kleines Mädchen wurde sie von Sklavenhändlern entführt, verschifft und schließlich an Sultan Saids Agent weiterverkauft. Als eine der vielen Nebenfrauen des Sultans hat Jill Fidan dann ein glückliches Leben geführt. Tscherkessinnen waren damals auf den internationalen Sklavenmärkten die teuersten Frauen. Viele von ihnen hatten blaue Augen, wie Salme selbst. ...1888 reist Salme nochmal nach Sansibar, auf eigene Faust, nur mit ihrer Tochter Rosa, wieder, auf fast schon naive Weise, in der Hoffnung auf Versöhnung. Und wieder erlebt die Prinzessin eine Enttäuschung. Wo dieser Moment kam, wo die Kinder dann alt genug waren, kann man auch irgendwie verstehen, endlich nach all dieser Zeit, dass sie dann auch direkt nach der zweiten Sansibar-Reise nicht zurück nach Deutschland ging, aber dann zu einem anderen Ort, wo sie sich auch wohler fühlte, und zwar nach Jaffa. Und damit tut sie jetzt das, was sie damals, nach dem Tod ihres Mannes, sicher gern getan hätte, wenn sie nicht ihm und den Kindern zuliebe in Deutschland geblieben wäre. Sie sucht sich eine Metropole näher an ihre Heimat. 1892 schließlich wählt sie eine andere kosmopolitische Stadt. Über 20 Jahre lebt sie in Beirut. Hier ist sie eine unter vielen Fremden. Keine Kuriosität mehr. Hier ist Salma in Beirut. Und hier Rosalie, ihre Tochter. Hier ist Enkelin und das ist eine andere Enkelin. Kurz vor Beginn des Ersten Weltkriegs zieht die Prinzessin zu Rosa nach Jena. Dort stirbt sie am 29. Februar 1924, als letzte ihrer 35 Geschwister. Eine Engländerin, die Salme in Beirut kannte, hat sie so beschrieben. Sie war eine hingebungsvolle Mutter, charmant, hübsch, erschöpft, melancholisch, innerlich immer Exilantin und immer Prinzessin in der zarten Würde, mit der sie sich hielt. Die Kinder haben Salmes Asche in Hamburg-Ohlsdorf begraben, neben Heinrich. Und dieses Sand auf Sansibar, sie hatte ihn noch dabei, als sie starb. Und die Kinder haben diesen Sand dann mit ins Grab gegeben. Die Prinzessin hat viele Nachkommen, verstreut über die halbe Welt. Einige ihrer Enkelinnen tragen den Namen Emily. Andreas' kleine Tochter heißt Salme. Ein kleines Happy End gibt's doch. Salma ist heimgekehrt. Hier im Palastmuseum ist ein kleines Zimmer Salma gewidmet.
1998 reiste Andrea mit ihrem Bruder Martin nach Sansibar, auf den Spuren der Prinzessin. Kurz vor ihrem Abflug wurden sie überraschend zu einem Essen eingeladen. Da erzählte man mir, dass die Leute gegenüber unsere Verwandte seien. Und ich denke, was? Wie? Also wir sind jetzt eine Woche da, niemand hat von irgendwelche Verwandte geredet und auf einmal sitzen sie gegenüber und ich sehe, es sind Afrikaner, schwarze Afrikaner und das sind meine Verwandte.